Jeder Weitwanderweg hat auch seine Verbindungsetappen. Dieser auffällige Begriff verleitet dazu, solche Tage gewissermaßen als notwendiges Übel abzutun. Doch dass man nicht nur die Schönheit und den Erlebniswert einer vermeintlich kurzen Etappe unterschätzen kann, sondern noch ganz andere Herausforderungen auftauchen können, das erfährt ihr in diesem Video. Guten Morgen aus Bad Leonfelden. Nach einer angenehmen Nacht im Leonfeldner Hof geht es für uns heute auf die vierte Etappe am Nordwaldkammweg. Und da nehmen wir euch auch mal mit, weil es ist nämlich schon eine. Wir wollen nämlich einkaufen und von daher müssen wir schauen, dass wir heute 21 Kilometer bis nach Freistadt kommen. Hoffentlich sehr entspannt. Und dem siehst du gelassen entgegen oder mit Vorfreude? Mit allem. Mit allem, aha. Mit gelassener Vorfreude sieht der Teller also dem heutigen Tag entgegen, der übrigens wunderschön ist. Es ist super sonnig. Herrlicher Spätoktobermorgen. Ja. Ganz toll, gell? So, schauen wir, dass wir vom Hauptplatz wegkommen, dann wird man vielleicht auch wieder besser was verstehen, weil wir haben ein bisschen Verkehrslärm. Ja, da drüben die Tourismusinformation mit dem kleinen schmalen Türmchen im Hintergrund. Da haben wir gestern erfolglos uns bemüht, gell, ein Quartier zu finden, aber wenige Schritte davon entfernt sind wir dann auf die alte Methode fündig geworden. Die elektronische Herbergsuche war leider außer Betrieb. Nordwaldkammweg, also da beim Kebabhaus ums Eck und dann da oben, na schön. Schau, wie da der Nebel und der Dunst über dem Tal hängt. Ein Kapauerweg. Also angeschrieben ist er nicht schlecht, gell? Und da waren wir über die Stiege auch gekommen, inoffiziell. Genau, wir sind ja ganz ehrliche Wanderer, wir lassen nichts aus. Also, das ist eine Tourismusfachschule. Okay, wenn wir das rausfinden, was hinter diesem mysteriösen großen Gebäude steckt. Ja, zum Glück führt uns ja der Nordwaldkammweg um dieses Gebäude herum. Vielleicht steht auf der anderen Seite was drauf. Auch nicht. Was sagst du mir? So, das ist schon die dritte Seite von dem Gebäude, wo nichts draufsteht. Das muss irgendeine Geheimorganisation sein. Das Gebäude ist in Wirklichkeit gar nicht da, ich habe es gar nichts gesehen. Vielleicht ist das die Schule. Hotel Sommerhaus und Internat, aha. Wir werden ja das auf Google Maps sicher erfragen können und werden es dann den interessierten Zuschauern einblenden. Schau nach Linz, waren es nur 27 Kilometer, da könnte man auch hingehen. Der Spiegel ist einfach zu verlockend, um nur so achtlos dran vorüber zu gehen. Wir überqueren die große Rodel, ne? Die darf aber noch wachsen. Ne? Ja, nach bald schon 2 Kilometer dürfen wir jetzt endlich von der Straße abzweigen. Baba, Bad Leonfelden. Wir sind also ohne große Erwartungen losgezogen. Straßenhatscher, Wirtschaftswald, ist halt so, wo man wohin will. Große Sehenswürdigkeiten waren nicht zu erwarten. Aber dann hat uns die Schönheit im Kleinen in ihrer ganzen Vielfalt überrascht. Doch sie selbst. Geht sich noch hin, wie ich gestern gesagt habe, dass der Nordwaldkammweg immer zielstrebig die Abzweigung nimmt, wo es am gatschigsten ist. Wisst ihr, was der Nordwaldkammweg macht, wenn es einmal nicht irgendwo gatschig ist? Dann nimmt er immer die steilere Abzweigung. So, kaum gilt die Regel einmal nicht, gell? Nein. Da war es doch viel gatschiger. Wie kann der Nordwald keinen Weg da abzweigen? Ne? Natürlich hat der schöne Herbstmorgen geholfen, aber man muss die ganzen Kleinigkeiten auch erst einmal sehen wollen. So einfach und unspektakulär euer Weg auch sein mag, unterschätzt nie die Perlen, die an seinem Rand zu finden sind. Und ja, da wächst nichts, was nicht woanders auch wächst. Aber das Licht im prächtigen Herbstlaub, das Spiel des Windes in den tarnlosen Spinnweben, selbst der Zaun aus alten Eisenbahnschienen zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht.
Unterschätzt nie, dass jeder Schritt, der euch auf diese Weise leicht fällt, auch ein großes Geschenk ist. Super abwechslungsreich. Entweder hat uns der lange Straßenabschnitt am Anfang, der ist für die Schönheiten der genutzten Natur empfänglich gemacht, oder? Das ist tatsächlich irgendwie beruhigend gewesen, oder? Eigentlich ein schöner Abschnitt. Da geht das Licht. Schenkenfelden 30 Minuten, ne? Da habe ich nicht so schlecht geschätzt, gell? Endlich wieder ein Windrad. Das ist uns ja schon so angegangen. Wenn da kein Wind aufkommt, wird es morgen wohl neblig sein. Naja, genießen wir es heute, ne? Da gibt es viel zum Segen für den Jäger, schau. Da kann er die Rehartillerie zum Einsatz bringen, weil da kann auch noch Rehe in 5 km Entfernung schießen. Die Türchen da unten ist offen. Da wird wahrscheinlich Wartung sein. Hast du gesagt, nicht ich. Und der kann dann da auf. Die Straße hat wenig zu bieten, aber wenigstens die Gegend ist nicht. Und eins muss man echt sagen, alle Autofahrer, die da jetzt unterwegs waren, waren sehr rücksichtsvoll. Da sind es Bad Leonfelden 1 Stunde 15, ne? Das ist aber auch optimistisch. Die Schenkenfelden hat eine schöne Kirche, gell? Ja. Hübsch gelegen. Ja, gibt es ein bisschen eine Gastronomie, einen Supermarkt. Alles da in Schenkenfelden. Und da drüben prangt der Wegweiser Nordwaldkammweg. Qualitätsfleischhauerei, Imbiss. Hirtstein. Ein strohgedecktes Haus. Also gibt es ja doch eine Attraktion in Schenkenfelden. Endlich von der Straße herunter. Gell, jetzt war es schon ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Dann nehmen wir doch lieber den Kreuzweg auf und Märchenteich. Mit Einhorn? Wir werden es leider nie erfahren. Aber ich tippe mal auf Nein. Zum Märchenweg. Da müssen wir mal hin. Ja, keine der Abzweige da hinauf ist es. Sondern da vorne, wo das Auto daherkommt. Das ist ein Anhänger von Drehzahl statt Hubraum. Nordwaldkammweg, na bitte. Märchenwald hört sich auch gut an. Was meinst du, ob der mit Einhorn ist? Der Märchenwanderweg ist leider woanders wie der Nordwaldkammweg. Jetzt wird ganz sicher kein Einhorn da sein. Ja, da. Ja, mit einer beeindruckenden Systematik ist überall ein Wirbel. Da ist ein Schild. Ist da aus? Nein, da geht's schon weiter. Sehen wir jetzt Auskundschaften, aber ich glaube, da geht's weiter. Nein, ich weiß nicht. Da geht's schon um. Schauen wir mal. Aha. HI7 und Nordwaldkammweg. Na gut, da fahren sie noch woanders, Leute. Die rätseln so wie wir. Das ist ein Glück. Ah. Ja, anscheinend ist da der Märchenwanderweg zu Ende. Hirtstein, Einsiedlerhöhle, Nordwaldkammweg. Ah ja, na gut. Schau, 10 Minuten zum Hirtstein, dann machen wir dann Pause. Ist warm, gell? Gemeinde und Bezirksgrenze. Schenkenfelden ist im Bezirk Urfahr und Hirschbach im Mühlkreis ist im Bezirk Freistadt. Ja, das ist jetzt der Anstieg da vorhin, obwohl nicht besonders steil. Der war ziemlich mühsam, weil es war schon sehr warm. Und da unten machen sie wie wir den Wald aufräumen. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Ein vermeintlich leichter Weg kann aus den unterschiedlichsten Gründen ganz schön schlauchen, wie wir noch sehen werden.
Hirtstein, Abstecher, 150 Meter, 3 Minuten. Schauen wir mal, wenn wir uns geben, nicht? Die 3 Minuten sind noch drinnen. Jetzt sind schon wieder 2-4 Stunden unterwegs. Ja, also ich sage mal so, selbst wenn da nichts mehr sitzen wäre, da gibt es genug Steine, auf denen man sitzen kann, oder? Verstehung von Felsformationen. Naturdenkmal. Also ein Bankerl sehe ich jetzt zumindest schon mal. Ich vermute, dass er begehbar ist. Schau mal kurz hinauf, kannst du dabei beim Bankerl bleiben? Also hinauf auf den Hirtstein. Oben ist zumindest einmal eine Box mit einem Gipfelbuch. Aha. Na gut. Ah ja. Gipfelbuch gibt's. Da oben. Ja, das Gipfelkreuz. Brauchst nicht aufsteigen, glaube ich. Nein, das ist ein bisschen sehr alpin. Ich glaube nicht, dass da eine großartige Aussicht ist. Hirtstein. Ja, mit Stufen. Das ist ja Wahnsinn. Am Hirtstein. Fels, aber keine Aussicht. Ist aber schön da. Da geht es durchaus ordentlich runter. Ja, man muss nicht unbedingt beim Gipfelkreis stehen. Aber man kann. Und ich werde jetzt für den Aufstieg die Kamera eher wegpacken. Da darf man schon ein bisschen aufpassen. Das ist zum Teil bemoost, könnte rutschig sein. Da ist leicht abdringend. Das ist gar nichts zu unterschätzen. Aber ein schöner, ruhiger Rastplatz ist es, gell? Wohlglatt, aha. Das ist aber gemein. Was? Ich hätte niemanden sonst in meinem Bekanntenkreis, der was das gegangen hat. Leider muss ich da mit meiner 80-jährigen Mutter gehen, so schade. Ja, da im Wald haben wir jetzt nicht sehr viel Aussicht gehabt, aber zumindest war es ruhig, gell? Ja. Machen wir jetzt auch nicht viel wie wir. Wir werden uns jetzt wieder auf den Weg machen, weil Richtung Freistadt fast schon die Hälfte haben wir übrigens. Mhm. Auf und der Kur noch, hat es gesagt. Das sagst aber du und du gehst voraus, ist dir nicht bewusst. Aber ich bin zumindest ein Bauhofer. Aber irgendeiner muss ja der Leithengst sein. Was? Fotografieren, glaube ich, funktioniert viel besser, wenn man die Kamera einschaltet. Jetzt hört es ja auch wegen der schönen Atmosphäre und wegen der Felsformationen, die rundherum sind aus. Ich glaube, das sind gar keine 150 Meter. Ja, vielleicht, wenn man den ganzen Stein mitnimmt. So, da ist auch der höchste Punkt der heutigen Etappe erreicht. Oh, wie geht's da? Von 820. Rückweg MWW, Märchenwanderweg. Einsiedlerhöhle in 50 Meter. Das schauen wir uns jetzt auch noch an, was da so lauter so Attraktionen gibt. Das wird da vorne bei diesem Felsen sein, oder? Ui. Tatsächlich. Da hat sich ein Schelter gebaut. Ah, ein Loch. Machen wir einmal ein Licht. Das ist aber eine Ente. Da steht auch Höhle, gut. Da hat sich auch wieder ein Schelter gebaut, ja? Da drinnen ist die Höhle, ja. Nicht sehr groß, aber immerhin. Ja, der Einsiedler, der war offensichtlich ein Kleinsiedler. Ja. Na gut, also haben wir die Höhle auch gesehen. Aber ganz ehrlich, ich bevorzuge doch die Übernachtung in einem gutbürgerlichen Gasthof. So da, zurück am Weg. Rundweg Hirtstein und Nordwaldkammweg. Und außerdem 05, E6, 61 und 105. Alles dasselbe. Hirschbach. Oberdorf, Tierberg, Guttenbrunnen, Nordwaldkammweg. Und außerdem ist da drunter Wirbel, das heißt, da geht es zur Zivilisation. Ja, das ist eine tolle Wurzel, das, gell? Da ist überall in den Feldern drinnen sind so Wäldchen, so kleine. Schaut da cool aus irgendwie. Nordwaldkammweg. Aha, da rauf. Und dann hat uns der Nordwaldkammweg kalt erwischt. Gefangen vom Zauber dieser Landschaft war sogar ich eine Zeit lang ruhig. Und habe gar nicht bemerkt, wie meiner Mama alles immer schwerer fällt. Auch das habe ich unterschätzt. Thank you.
Ja, die Mama beklagt sich, dass sie zum Fotografieren so lange braucht. Dabei habe ich gar nichts gesagt. Ich habe erstens geglaubt, nachdem die Tour etwas kürzer ist heute, dass ich mit dem Akku leicht auskomme und auch nicht nachladen muss. Ich glaube, das kann ich mir angesichts dieses wunderschönen Abschnittes allerdings sparen. Da werde ich doch noch mal aufladen müssen, aber macht nichts, ich weiß nicht. Und lacht da nicht das Wanderer Herz? Ja. Sie ja, gell? Ja, das ist ein schöner Teich. Wird Teich? Mhm. Wir vermuten, dass da irgendwo ein Teich wird. Macht der Weg sehr gut, dass er da die Straße so weit links liegen lässt, dass man sogar heranzoomen muss, dass man da was sieht. Kompostierung, das sind aber schöne Gänse. Ganze Schar von schönen Gänsen. Martini kommt bald, aber noch freut euch des Lebens. Gleich steht der Bier, Wirtshaus. So, die Spannung steigt. Wo weisen die Wegweiser hin? Nordwaldkammweg nach Hirschbach. Schaut mal an das, Leute. Unglaublich. Wollen Sie die Verschandelung dieser schönen Tour? Erdkabel statt Freileitung. Ja, solange es die anderen zahlen, ist ja alles gut, nicht? Nordwaldkammweg. Sind doch keine Nordwaldkammweg-Wanderinnen. Ja, sehr schön. Schauen wir, wie man da die Fäden glänzen sieht vom Altweibersommer. Lassen Besuch. Ja, wir sind noch nicht lange unterwegs. 3 Stunden 48. In der Stunde sind wir nicht weggekommen, weil bei 9 Kilometer waren wir und jetzt sind wir bei 12,5. Ja, also. Braucht immer 5 Minuten. Ja, Papa, schönes Bankerl. Papa, schönes Bankerl. Zu wenig getrunken, beginnende Schmerzen. Irgendwas hat meiner Mama zu schaffen gemacht. Wasserschutzgebiet. Aber kann doch gar nicht sein auf so einer leichten, kurzen Etappe. Ihr wisst das schon. Unterschätzt. Ja, wie ich vermutet habe, schon Nordwaldkammweg. Altstadt, Freistadt in 2 Stunden. Da hinüber. Ich glaube, bei so einer Gegend könnte man gerade vergessen, dass schön wieder asphaltiert. Ja. Aber zum Glück bin ich ja da, um euch dran zu erinnern. Und dich. Ja. Du weißt gar nicht zu schätzen, was du an mir hast. Ja. Schau jetzt übrigens einmal nach links, dann siehst du den Sternstein. Da, wo die Skiabfahrten runtergehen. Und die Windräder, die schönen, siehst du auch, da erinnerst du dich sicher gern. Unterschätzt wird oft auch, wie wichtig ein motivierender Weggefährte sein kann. Überschätzt habe ich da allerdings meine diesbezüglichen Fähigkeiten. Ich glaube, meine Mama ist nicht wegen, sondern trotz meiner weitergegangen. Waldburg. Waldburg in 5 Minuten. Das hätten wir allerdings erkannt. He? Dieses tiefsinnige Wappen hätten wir auch erkannt. He? Wald und Burg. Ich frage mich aber, wo in dem Ort tatsächlich die Burg ist. Das ist cool gemacht. Definitiv. Schau, da gibt es einen WC. Bodenmühle, 15 Minuten. Freistaat, 5 Kilometer. Heute auf der Heizungsfuhrung, gell? Sogar einen A-Deck gibt es da schon. Tolle Infrastruktur, auch eine Bank. Wahnsinn. Das echte Gemeindeamt, das neue ist da. Unglaublich. So. Dank der gottesfürchtigen Bewohner von Waldburg ist uns da diese Wegmarke beschieden. Österreichischer Weitwanderweg, Nordwaldkammweg, ne? Schau. St. Peter in 1 Stunde 10. Mhm. Ja dann. Herzlich willkommen in der Agrarwüste. Wenig Erbauliches können wir aus der Agrarwüste vermelden. Gell? Ich glaube, da werden wir jetzt nur mehr für Aufnahmen machen in den nächsten Kilometer. Also der große Vorteil der Agrarwüste ist, sie ist akkusparend. Jetzt hast du stark sein, aber der kahle Acker und der nahende Straßenlärm war für mich nur mit einer gehörigen Portion Galgenhummer zu ertragen. Aber ihr kennt's mich ja. Niemand wird jemals Huderei unterschätzen. Das Bankerl ist außer Betrieb. Ja, wir haben jetzt die Agrarwüste verlassen und nähern uns der Autohölle. Schön ist da nicht, zum Ausgleich allerdings dafür sehr laut. Außerdem stinkt's da, es macht aber nichts, dafür kann man nämlich eh nicht sitzen. Die Mountainbiker haben da den großen Vorteil, dass schneller wieder weggekommen.
Immer wenn ich die Kamera dort hier halt, kommt kein Auto vorbei. Immer wenn ich anschaue, kommt ein LKW. St. Peter in 50 Minuten. Ja, Mühlensteine. Ski war es ja da eigentlich eh auch, gell? Mhm. Die Straße auswenden könnt. Morgen hat jemand statt ein neues Canceling-Kopfhörer ein neues Canceling-Straße erfinden. Was hat er jetzt hin, ne? St. Peter. Nordwald kein Weg. Da oben offensichtlich. Entlang der Straße war es mir zu unsicher. Ich finde da keinen gescheiten Abstieg auf die Straßen, aber das ist da noch das Beste, was ich habe. Das ist, glaube ich, okay. Ja, genau. So. Super gemacht. St. Peter in 35 Minuten. Na, schauen wir mal. Das ist ein Fischsteig, glaube ich, gell? Das ist ein Fischaufzeichen. Für St. Peter gibt es noch mehr einen Steigerl. Das ist richtig steil. Da bin ich echt froh, dass das nicht in der Sonne liegt. Es ist nämlich ordentlich heiß geworden. Wahnsinn. Und weil sie die Mama so plagen muss, braucht sie jetzt beschwingte Musik. So, Straße überqueren und rein nach St. Peter. Die Straßenverweiterungsstrategie des Steigerns ist sehr zu begrüßen. Leider hilft ja so ein nachträglicher Soundtrack auch nicht mehr, um die Schönheiten am Wegesrand genießen zu können. Aber eine Sitzgelegenheit wäre jetzt nicht zu unterschätzen. St. Peter in 15 Minuten. Und ein Bankerl gab's. Mit diesem magnetisch anziehenden Bankerl, das hat uns mal eine Rast verschafft, circa eine Dreiviertelstunde vor Freistadt. Mit einem schönen Blick ins weite Land. Und ich glaube, da sieht man sogar noch einmal einen Abstieg, ja. Und durch die Birke durch den Sternstein. Ja, so schnell sind wir auch wieder nicht, dass wir jemanden übergehen. Also beeindruckende Kirche in St. Peter, gell? Ja, da unten liegt Freistadt, ne? Das ist aber ein schöner Tag, gell? Ja. Wir haben vieles an dieser Etappe unterschätzt. Ihre Vielfalt, den Reiz der Landschaft, einen Anspruch, und fast hätten wir auch noch die Würdigung des Wegbegründers verpasst. Das können wir nicht auslassen, oder? Den ehrenwerten Diplom-Ingenieur Helmut Feig sei es gedankt, dass wir diesen schönen Weg in seiner heutigen Form seit den 60er Jahren genießen dürfen. Und allen, die ihn pflegen, natürlich auch. Da geht's da herunter in den Hohlweg, ja? Da ist der Kreuzweg, schaut dort. Wir haben unsere Lektion gelernt. So schnell werden wir weder einen Weg unterschätzen, noch das, was wir selber dazu beitragen können, ihn gemeinsam zu genießen. Erwartungen, ob hoch oder niedrig, sind so eine Sache. Gehen wir nicht alle genau deshalb raus, um das Unbekannte zu entdecken, weil wir eben noch nicht wissen, was uns erwartet. Gell, irgendeiner lernt immer. Ja. Unglaublich. Doch was hat es jetzt eigentlich mit dem Tief meiner Mama auf sich gehabt? Kündigen Sie da Probleme an? Immerhin, der folgende Tag nach Sandl hat einen ganz anderen Anspruch, sowohl was Distanz als auch Höhenmeter betrifft. Aber das werde ich euch noch nicht verraten, weil sonst schaut ihr das nächste Video nicht. So, schaut's einmal, im Gegensatz zum offiziellen Track, weil es da zur Steigbestimmung angeschaut hat. Nur nicht schlecht. Es lohnt sich übrigens, die wunderschöne Altstadt von Freistadt anzuschauen. Der offizielle Track verpasst sie nämlich. Ja, wir haben es geschafft. Mitten in Freistadt stehen wir am Platz. Wir haben also unsere vierte Etappe abgeschlossen. Und werden uns jetzt ein Quartier suchen und dann werden wir uns vielleicht noch mal ganz kurz melden. Ne? Ja, wenn es interessiert, da europäischer Fernwanderweg, da ist Hesselberg Nebenstein Kontrollstelle. Ja, also aus der Pension zum wilden Mann melden wir uns ein letztes Mal für diesen Tag. Wie hat es dir gefallen, lieber Bella? Ja, war nicht ganz schön. Ja. Fünf Straßen,
Aber die Bundesstraßen, die hat es ein bisschen in sich, gell? Aber ansonsten, ja. Ist es alles zum Überleben. Ja. Ja, und damit hast du mich dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man es mir auf einer anderen durch.